steht denn da schon wieder? Ich bin so ein sperriges Ding. Was das denn für eine neue Mode? Und dann mit so vielen Lichtern und der Brandschutz und überhaupt. Und hey, Sebastian, beruhig dich. Du bist nicht du, wenn du keinen Kaffee hast. Dankeschön. Ja, was ist das denn jetzt mit dem sperrigen Ding? Habt ihr keinen normalen Adventskranz hier bekommen? Sebastian, du musst wissen, wir sind ganz stolz auf diesen Adventskranz. Guck ihn dir mal an. Hier oben ein altes Wagenrad. Unten, wie schön, ein handgeschmiedeter eiserner Ständer. Und wir haben den nachgebaut nach dem ersten Adventskranz, den es überhaupt gab. Aha, also hat der erste Adventskranz mehr als 4 Kerzen gehabt, oder? Genau, genau. Den hat nämlich damals, 1839, Johann Hinrich Wichern erfunden. Der war sehr bekannt, der war ein Mitbegründer der inneren Mission, der heutigen Diakonie. Und der hatte damals ein Haus für wahllose Kinder und Jugendliche gehabt. Und bei diesem, du kannst dir vorstellen, vor Weihnachten waren die natürlich auch neugierig. Haben die Tage bis Weihnachten gezählt, wir haben ja unsere Adventskalender. Und da ist er auf die Idee gekommen, Folgendes zu machen. Für jeden der 4 Adventssonntage hat er eine große Kerze aufgestellt. Bei ihm auch damals wie bei unserem Kranz hier weiß. Und dann aber für die einzelnen Tage zwischen den Adventssonntagen bis hin zu Heiligabend, da hat er jeweils eine kleine Kerze aufgestellt. Diese kleinen Kerzen waren ursprünglich rot gewesen. Aha, jetzt ist das für mich auch verständlich. Und im Grunde von da aus ging das los mit dem Adventskranz. Und wenn du mal siehst, die Symbolik, die dahinter ist, sagt sie ja sehr viel über Advent aus. Guck mal, hier in der Mitte haben wir ein bisschen Tannengrün reingemacht. Grün, das Zeichen der Hoffnung. Wir gehen ja dahin zu, die Geburt Jesu zu feiern, der uns Hoffnung in unserem Leben gibt. Ja, und dass die Lichter ein starkes Symbol sind, brauche ich dir ja nicht zu erklären. Du bist da ja auch fit, kennst das ja auch. Ein Licht, das in die Dunkelheit scheint, das haben wir immer nötig. Wahrscheinlich gerade in unserer heutigen Zeit besonders.